Ja, das ist ein wichtiges Fragethema, Vermögensschaden, Haftpflichtversicherung für Berater. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass Sie alle draußen ausreichend ein Vermögensschadenshaftpflichtversicherung haben. Das sind Sie vor allem auch Ihren Kunden und Ihren Mandanten schuldig. Unsere Tätigkeit, alles, was wir schriftlich aus dem Haus geben, unsere Konzeptionsberechnungen, unsere arbeitsrechtlichen Dokumente, unsere steuerrechtlichen Dokumente, die ganzen Urkunden, alles, was wir einrichten, alles, was wir an Checklisten rausgeben, was wir verarbeiten, wie man das Ganze im Prinzip einrichten und die gesamte Verwaltung, die gesamte Steuerfreiheit, die gesamte Funktion und Funktionalität, da sind wir verantwortlich. Wo wir nicht verantwortlich sein können, ist das, was Sie als Berater letztendlich draußen dem Kunden erzählen. Es gibt zwar alles in irgendeiner Form von uns schriftlich und wir versuchen es auch wirklich schriftlich rauszugeben oder die Fragen von Kunden versuchen wir auch natürlich schriftlich zu beantworten, dass es alles rechtssicher und belastbar ist, aber Sie benötigen natürlich dafür grundsätzlich auch eine eigene Vermögensschadenhaftpflicht und da ist wirklich aufzupassen, das ist eine unternehmensberatende Tätigkeit, das hat nichts mit Anlagenverkauf oder Finanzanlagen zu tun, die Finanzdienstleister üblicherweise versichert haben, sondern hier geht es wirklich um die Einrichtung eines Versorgungswerks und um die betriebswirtschaftliche Beratung. Und das sind zwei Dinge, die einfach in einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung geklärt sein können. Es gibt hier Anbieter, es gibt hier professionelle Lösungen. Unsere Partner, die seit langem bei uns arbeiten, haben hier alle Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen, die mit den Versicherern abgestimmt sind, wo die ganzen Systeme wirklich auch verarbeitet sind und die auch wasserdicht sind. Und letztendlich ist es Schutz für Sie und letztendlich ist es auch Schutz der Vermögenssphäre des Kunden, die durch einen Fehler, der durchaus mal auftreten kann oder ein Missverständnis, einfach nicht geschmälert werden kann. Also ganz wichtiges Thema, kann ich nur empfehlen, kümmern Sie sich darum und versuchen Sie hier wirklich wasserdichte Policen, auch mit Beratung von spezialisierten Spezialmaklern, auf die Beine zu steigen und abzuschließen. Also das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang.